Mir war es wichtig, gerade jetzt in dieser Phase der Luftangriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer zu senden. Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Das ging alles.